Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Fluch und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Valentation an. Dieser hat über AsenKTP Cashcode geschrieben, welchen er mit 4,4 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Der Videokurs AsenKTP Cashcode von Peter Steinlechner zeigt, wie man auch als untalentierter Schreiber ein passives Einkommen aufbaut durch den Vertrieb von E-Books auf Amazon. Er gibt an, eine Methode gefunden zu haben, wie man ein E-Book wie einen Baukasten zusammensetzen kann. Mehr dazu zum Kurslehrer und zum KTP später. Peter Steinlechner ist gelernter Vermögensberater und wurde einfach nicht glücklich im Beruf. Nach einem Absturz in einem Haufen Schulden ging er zunächst zurück in einen ersten Beruf als Kfz-Techniker. Einige Jahre später kam er zum Online-Marketing und fing an, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Er bezieht sein Einkommen nun hauptsächlich durch den Verkauf von Produkten über Amazon sowie über den Verkauf von digitalen Infoprodukten wie der AsenKTP Cashcode. KTP steht für Kindle Direct Publishing und ist ein Programm von Amazon, bei dem jeder teilnehmen kann. Es ist eine Plattform, über die man E-Books für sogenannte E-Reader wie das Amazon Kindle veröffentlichen kann, unmittelbar und direkt ohne großen Aufwand. Dieses Kindle E-Book werden dann ganz normal im Amazon Shop angezeigt und jeder kann diese erwerben. Als Publisher hat man da viele Freiheiten, was zum Beispiel den Preis angeht, aber trotzdem muss man einen Teil an Amazon geben, sodass ca. 70% des Verkaufspreises für einen selbst übrig bleiben. Amazon stellt dabei die perfekte Plattform dar für jeden, da man sich eigentlich nur um den Inhalt sowie das Veröffentlichen kümmern muss. Da Amazon einer der bekanntesten Warenhäuser ist, sind dort tagtäglich Millionen von Besuchern unterwegs, viele davon sind potenzielle Kunden. Der AsenKTP Cash-Kurs teilt sich auf in 6 Videolektionen und einen Teil mit Bonusinhalten. Dabei gibt es immer Videos und PDF-Dateien zum Herunterladen, zum späteren Nachschlagen oder Auffrischen des Gedächtnisses. Der Bonusinhalt besteht aus über 90.000 lizenzfreien Artikeln auf Englisch sowie weiteren Tipps für die Recherche nach Artikeln über Google. Im ersten Modul lernt man erst einmal, wo man lizenzfreie Artikel findet, die eine wichtige Rolle bei diesem Kurs spielen. Steinlechner verspricht schließlich, dass man als E-Book-Autor werden kann, ohne selbst jemals ein Wort schreiben zu müssen. Das funktioniert eben über diese lizenzfreien Artikel, die man an gewissen Stellen, wo verrät er natürlich, finden kann. Diese kann man völlig legal verwenden für seine eigenen Zwecke. Im zweiten Schritt geht es darum, wie man diese Artikel und Inhalte herunterlädt und wie man das E-Book genau aufbaut, nach dem Baukastenprinzip. Da gibt es selbstverständlich einiges zu beachten und man sollte nicht blind Artikel an Artikel reihen, es braucht eine sinnvolle Struktur und so weiter und so fort. Im letzten Modul bzw. den letzten beiden Lektionen geht es dann um Amazon an sich. Wie erstellt man einen Kindle-Account, wie lade ich mein E-Book hoch, wie veröffentliche ich es, wie erstelle ich ein möglichst simples Cover, wie sollte meine Beschreibung aussehen, damit sie möglichst verkaufsstark ist und solche Fragen werden dort geklärt. Mit dieser Methode, so behauptet Steinlechner, kann man mehrere E-Books in der Woche erstellen und diese alle bei Amazon hochladen. In der Regel ist es so, dass sich es nicht lohnt, nur ein E-Book zu erstellen, da man davon nicht leben kann, wenn man davon ausgeht, dass pro Verkauf vielleicht 3 Euro hängen bleiben. Steinlechner schlägt schon vor, dass man eben möglichst viele publiziert, damit man quasi über die Masse das Geld verdient. Bei den E-Books nach der Steinlechner-Methode sollte es sich immer über sehr spezifische Bücher handeln, die sich nur einem bestimmten Thema, einer Nische widmen. Eine gute Nische macht aus, dass sie eine möglichst große Zielgruppe hat, aber gleichzeitig keine hohe Konkurrenz. Hundeerziehung, Kochen, Sport und solche Themen sind im Allgemeinen schon überlaufen. Wenn man aber das Stück noch weiter runterbrechen würde und aus dem sehr allgemeinen Thema Hundeerziehung vielleicht einen Titel macht, wie Erziehung beim Labrador oder Sport für Senioren, könnte man einen Markt gefunden haben, der noch nicht übersättigt ist. Im Kurs sind außerdem alle Tools enthalten und aufgelistet und es gibt einen persönlichen Support. Man bekommt nämlich die E-Mail-Adresse des Erstellers persönlich und kann ihn darüber jederzeit kontaktieren. Zurzeit läuft ein Sonderangebot, bei welchem man den Kurs für 297 Euro anstelle von 497 Euro bekommt. Da sind aber noch keine Mehrwertsteuern enthalten, sodass man am Ende trotzdem noch bei satten 343 Euro landet. Vertrieben wird der Kurs über den Digistore24, wo man mit PayPal, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder auf Rechnung bezahlen kann. Es gibt von Steinlechner eine 14-tägige 100% Geld-Zurück-Garantie. Ein ziemlich dickes Preisschild, wenn man überlegt, dass die ganze geheime Strategie nur aus einer Methode zum Recherchieren besteht. Ist es das wert? Ja.
wenn man wirklich vorhat, alles, was im Kurs gesagt und gezeigt wird, umzusetzen. Nein, wenn man nur halbherzig an die Sache geht und vielleicht das ein- oder zweimal ausprobiert und dann aufgibt. Hier muss man einfach überlegen, habe ich das Zeug dazu, mich konzentriert auf die Suche zu begeben? Werde ich dabei bleiben und nicht sofort das Handtuch werfen, wenn mein erstes E-Book kein Bestseller wird? Habe ich genug Durchhaltevermögen, den Prozess wieder und wieder zu durchlaufen? Eine schlechte Idee ist es auf jeden Fall für Leute, die sich erhoffen, dadurch sofort ihren Job an den Nagel hängen zu können. Es ist erstmal als passives Einkommen gedacht und das braucht eine Weile, bis es ausreicht, um davon leben zu können. In vielen Fällen wird es soweit vielleicht nie kommen und es bleibt nur ein Nebeneinkommen, aber auch das kann höchst lukrativ sein. Gedanken zum Kurs an sich. Der Kurs ist überschaubar und die Lektionen sind recht kurz und knackig, was ich bevorzuge. Auch wenn man nach seinem 20 Minuten Vorstellungsvideo befürchtet, dass es anders aussieht. Die Sachen sind anschaulich erklärt, man weiß, was zu tun ist und man kann direkt mit der eigenen Umsetzung anfangen. Fazit. Wer ernsthaft interessiert ist, der kann gerne zugreifen. Mir hat der Kurs viele neue Dinge beigebracht und ich werde mal sehen, was ich damit in der Zukunft noch anstellen werde. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.